Ja, wie ihr seht, unsere Grundierung ist trocken, Stunde ist um, also passt ganz genau. Weiter geht's in der Untergrundvorbereitung. Wir möchten jetzt die Spachtelmasse aufbringen. Spachtelmasse bringen wir in der Regel so eine 2 mm Stärke auf. Hier unser neues Produkt und fällt natürlich gleich auf. Wieder dieses ungebleichte Papier, also ein bisschen nachhaltig gedacht. Inhaltsstoffe, auch hier nicht anders wie bei der Grundierung, haben wir ein künstliche synthetische Rohstoffe haben wir ersetzt durch nachwachsende Rohstoffe. Was kann diese Spachtelmasse? Nur als kleine Begründung, einsetzbar auf allen mineralischen Untergründen. Das heißt auf Gips, auf Estrichen, Zementestrichen, auf Beton, auf Kleberrückständen, die fest haften sind, also auf vielen Untergründen. Was kann die Spachtelmasse noch? Sie wird gespachtelt in der Regel von 0,5 mm bis 10 mm und kann sogar gestreckt werden mit Sand und dann in einer Stärke bis 20 mm gespachtelt werden. Also eine Spachtelmasse, die schon viele Dinge beherrscht. Dazu kommt noch, was sie noch kann. Sie ist bereits nach 2 Stunden begehbar, belegbar nach 18 Stunden. Da haben wir die Zeitfenster nochmal zusammengeschoben. Also wirklich ein Produkt, was so viele Dinge tatsächlich etwas besser kann. Ja, Verarbeiten von Spachtelmassen ist immer unheimlich wichtig. Da sollte man immer ein bisschen drauf achten. Ah, persönlicher Schutz und was für Werkzeuge ich einsetze. Persönlicher Schutz für mich immer ganz wichtig. Handschuhe gehören dazu. Da gehört ein Mundschutz dazu. Vor Stäuben, vor Zementstäuben und natürlich die Schutzbrille gehört dazu. Immer darauf achten, dass wir das dabei haben, weil das ist persönlicher Schutz, Krankheit, wenn die Lunge dann irgendwo belastet ist mit diesen Stäuben, dann ist Reparatur immer ganz schwierig. Worauf man auch achten sollte, den richtigen Rührkorb zu benutzen. Und ich habe hier mal einen mitgebracht, das ist ein Spiralrührer, der in erster Linie nur für Farben verwendet wird. Also flüssige Materialien, das ist der falsche Rührer für Spachtelmassen. Ich verwende da immer gerne einen Korbrührer. Hier ein Produkt aus dem Hause Colomix, der DX152. Ist nicht nur ein Korbrührer, wie man hier erkennen kann, da sind auch noch Flügel mit eingearbeitet, der das Material richtig sauber verpressen kann. Ich habe ein schnelles Rührergebnis und auch ein tolles Rührergebnis in relativ kurzer Zeit. Das verwende ich immer. Was weiter wichtig ist, wir verwenden ein leeres, sauberes Gebinde. Und hier ganz wichtig, wenn ich das Wasser zuführe, dass wir auf die Wassermenge achten. Wassermenge, zu viel Wasser würde bedeuten, dass viele Kunststoffteile nach oben kommen in der Trocknungsphase und somit die Spachtelmasse wieder weich wird. Hier immer bitte darauf achten, dass wir die richtige Wassermenge nehmen, kaltes Wasser und dann haben wir auch ein super Ergebnis. Ja, Spachtelmasse aufbringen. Da gibt es ganz viele Arten und Möglichkeiten. Eine Spachtelmasse, der Markt ist da voll mit vielen Teilen und vielen Werkzeugen. Ich habe hier mal ein gewisses Sortiment mal aufgebaut, um euch mal die Unterschiede zu zeigen. So eine Spachtelkelle kennt ihr aus dem Bodenbereich etwas länger als eine normale Kelle, wird aufgetragen, knienderweise, Spachtelmasse aufgebracht, Kelle hochkant, weniger Material, Kelle etwas flacher gehalten, lasse ich natürlich mehr Material liegen. Das ist so eine Standardkelle. Darauf aufbauend, die nächste Größe wäre so ein Estrichschwert. Der ein oder andere arbeitet gerne mit so einem Gerät, aber auch hier der Nachteil. Ich muss wieder auf die Knie, also knienderweise wieder das Material aufbringen. Ich habe der Sache mittlerweile abgesprochen, ich arbeite gerne im Stehen, weil das ist für mich und für meine Knie einfach schöner und einfacher. Die einfachste Form, im Stehen zu arbeiten, ist ein Leistenrakel. Hier in der Form auf dem Stiel, Leiste R2. Auftragsmenge dann am Boden ca. 2,2 mm. Eine ganz einfache Version hier im Stehen zu arbeiten und hier das Material gleichmäßig aufzubringen.
Auch ein Rakel, auch wieder bestückt mit einer Leiste R2, einer Rakelleiste. Immer der Nachteil bei Rakelleisten, diese Zähne nutzen natürlich ab, die muss ich regelmäßig tauschen. Hier der Unterschied zu dem vorherigen Rakel, der hat noch ein Gelenk, sodass ich flexibel und homogen auf der Fläche arbeiten kann. Also das Teil dreht und schwenkt mit der Bewegung im Stiel. Hier eine andere Art zu rakeln. Hier handelt es sich um einen Stiftrakel, das heißt, hier stehen so kleine Stifte raus. Ich kann die Stifte, die Höhe und die Menge bestimmen durch den Winkel der Schiene, den ich dann hoch und runter fahren kann. Aber die Technik zum Rakeln, die gleiche wie bei den Leistenrakeln. Das Highlight im Bereich der Verarbeitung von Spachtelmassen auf dem Boden ist natürlich ein Rollrakel. Rollrakel verkörpert viele, viele positive Seiten. Rollrakel hier klar zu sehen. Ich habe hier drei Kunststoffrollen und ich habe hier Distanzscheiben, die dafür Sorge tragen, dass ich die gleiche Menge auftrage. Es ist völlig egal, wie rum und wie ich den Stiel halte. Ich habe immer den gleichen Auftrag in der Menge, weil die Rolle bestimmt im Endeffekt mit der Scheibe zusammen, wie viel Material aufgebracht wird. Ja, und ganz zum Schluss, ich mache es gerne, die ganze Fläche nochmal zu bearbeiten mit einer Nadelwalze, Igelwalze, um nicht unbedingt zu erlüften, die Spachtelmasse, sondern um die Spachtelmasse in ihrem Verlauf nochmal ein bisschen behilflich zu sein, sodass ich eine planebene Fläche erreiche.